Hundespazierwagen vorbei, weiter. Das Gefecht will ich selbst machen, weil die erwarteten Verluste sind nämlich Mittel. Und das sehe ich nicht ein. Gegen die Haufen Bauern. Das finde ich nämlich super übrigens, weil es in diesem Total War es Bauernkrieger gibt, die als leichte Schwertinfanterie gilt. Und auch leichte, was ist das hier? Bauernspeerträger. Also dass die Bauern nochmal eine eigene Einheitenfraktion sind. So gesehen, du kannst auch mit ein paar Gebäuden kannst dann auch solche Bauern rekrutieren. Besser als in den anderen Teilen, wo... Oh, wir haben eine Rebellion. Oh, sie sind so gut bewaffnet wie unsere normalen Soldaten. Merkwürdig. Teilweise besser bewaffnet als die Garnison vor Ort. Ach, deshalb sind die Verluste Mittel, weil die ein Lager gebaut haben. Haltet euch bereit! Es ist soweit! Bogenschützen, haltet euch bereit! Bogenschützen bereit! Achtung, Kavallerie! Aufpassen! Kavallerie, aufsteigen! Pferde bereit machen! Bereit! Aufpassen! So, von hinten komme ich diesmal nicht. Bogenschützen bereit! Schnell ausrücken! Ausrücken! Lauf! Im Lauf zurück! Sie haben unsere Männer gesehen! Schneller! Los! Kommen wir uns entgegen? Nee, die Duelle kann ich gerade nicht machen, dafür ist die HP zu gering. Hauptsache, der Mann hat den Fächer, ey, und die Frau mit Schwert. Was sind das denn für Zustände im alten China? Euer Bestes reicht nicht aus! Diese Beleidigung tötet ich euch! Wappnet euch! Achtung, Krieger! Eine Kameradin wird angegriffen. Achtung! Lauf! 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 Schwerter bereit! Lauf! Lauf! Schnell ausrücken! Los, los, los! Bereit machen! Bereit machen! Feuer frei! Schwertkämpfer! Schwerter gezückt! Tut euch schwer. Braucht ihr Hilfe? Ich hoffe, eure Klinge ist schärfer als euer Verstand. Es ist soweit. Ihre Einheit flieht, Feiglinge. Zeig mich, keine muss sie. Gnade. Achtung. Ah, nicht so dolle. Setzt euch der Kampf zu? Würde man Kriege doch mit Worten gewinnen. Aber er verliert so oder so. Und ich glaube, sonst gibt es keine Gegner mehr. Alle anderen Feinde sind schon geflohen. Dann hau ihn mal kaputt. Dang, dang, dang! Bang, bang!
Du kannst die Kämpfe auch einfach ablehnen. Dann machst du hier alle Duellherausforderungen werden automatisch abgelehnt. Also die KI ist mal so. Also typische Total War Kost. Kämpft ihr mit Überzeugung, so seid ihr unbesiegbar. Du bist doch ein Rebell. Warum sollte ich dich nicht exekutieren? Sie verdienen nichts anderes als den Tod. Befreit die Gefangenen. Wandel erwärmt meinen Geist. Beseitigt Zweifel. Gebäudeunterhalt. Du verwaltest aber im Moment nichts, also machst du die Beweglichkeit. Militärisches Vorgehen, lokaler Charakter. Habt ihr Befehle für mich? Du hast doch das Problem. Du bist zurzeit nicht gefürchtet. Wenn du hübsch bist, werden Leute unzufrieden. Interessiert sich nicht für Geselligkeit. Ich folge eurem Ruf. Ach so, die werden wahrscheinlich gerade belagert. Da unten wird die Armee nachher Probleme machen. Sollten aber die Stadt upgraden zur Kleinstadt. Wir haben noch eine Reform. Unix-Drachen. Steuerlast für Landwirtschaft. Getreidehöfe und bewässerte Reisfelder. Minus 25% Baukosten für militärische Infrastruktur. Wir können natürlich die 15% mal für Einkommen aus Landwirtschaft über die Reform holen. Durch mich wird China wie der Frühling aufblühen. Das nennt sich Eifersucht. Wenn du hübsch bist, hast du also immer Eifersuchtsgegner. Zeig mal die Karte. Ach. Vielleicht hätte ich es geschafft, wenn ich selbst geschlagen hätte, aber... Lass mal gut sein, wir kommen eh dran vorbei.
Der Anführer wird nach unten geschickt und der macht das schon. Ich befreie China vom Krieg. Überqueren. Als Einheit. Nicht heute. Nur Willensschwache ersuchen Kompromisse. Abfall muss umgehend entfernt werden. Anker werfen. Ich hoffe, man kann auf dem Fluss nicht kämpfen. Und ja, wir können bankrott gehen. Werden wir aber nicht. Ach ja, weil die beiden Handelswege nicht ab. Moment, nach Sunhain und Yongshao. Aber Yongshao haben wir doch eigentlich eine Verbindung. Beim Yongshao, Huangshao. Der Eroberer kehrt zurück. Nichts hält uns auf. Wieder einmal spüre ich die Wärme der Heimat. Ach, wie ich wenigstens nach Xeng zurückkommen könnte. Der Eroberer kehrt zurück. Wahrheit ist eine unlöschbare Flamme. Dann will ich 8% Bonus auf den Nachschub haben. Möge Gelächter in den Säle der Schale. Zu den Waffen! Liu Bei findet mich so geil. Willkommen, Freund. Kauft mir alles ab. Obwohl. Hier Nahrungsmittel. Na. Will mir 1100 pro Runde geben. Auf solch für 10 Runden Geist für 4 Nahrung. Starke Fundamente aufgebaut. Ja, warum nicht? Ah ne, stimmt gar nicht. Ich gebe dir Nahrung, der hat nur eine Zahlung von 1400 jetzt. Der hat das umgeändert. Aber wir kommen so über die Runde. So, der wird die große Ortschaft versuchen anzugreifen.
Ist eine Rebellionsarmee? Ja. Wieder einmal spüre ich. Da muss ich mich erst um dich kümmern. Der Himmel hat unsere Leidenschaft belohnt. Los jetzt! Auch wenn es nur 2% sind. Frieden durch Unterwerfung. Der Eroberer kehrt zurück. Fürchtet niemanden. Metzelt sie nieder. So, Vorräte sind sofort aufgebraucht. Deshalb versuchen wir doch einfach mal die Ausdauer zu lassen, ein bisschen. Tiang Yuan herausfordernd. Ist Unterstützer des Krieges. Okay, ihr seid bessere Freunde geworden, gerade in der Schlacht. Der Mangel an Bürgern weist auf Chinas Krankheit hin. Werkzeugstätten aufgebaut. Wieder einmal spüre ich die Wärme der Heimat. Und du findest jetzt die Liu nicht gut. Ihr habt gerufen? Weil ihr habt jetzt irgendeine Eigenschaft bekommen. Also er hat eine Eigenschaft bekommen, weshalb er sie nicht mehr mag. Ich folge eurem Ruf. Ist Macht gegenüber skeptisch. Aber sie bewundert Macht. Na, sie werden sich ja jetzt gegenseitig töten. Nicht mit 3 Truppen. Wir kommen gleich einfach zurück. Auch wenn er uns jetzt plündert oder was auch immer damit macht. Vor allem gar, dass ich auf die Siedlung angreifen wollte, hat er gesagt, wir würden beide hohe Verluste erleiden. Jetzt kommt er aus der Siedlung raus und plötzlich meint er, die erwarteten Verluste sind nur noch mittel bei ihm. Das werden wir natürlich jetzt beweisen, dass das nicht so ist. Unser Fortschritt ist angemessen. Möge er andauern. Der wird so... Vernichten wir das Ungeziefer. Der wird jetzt so niedergefressen. Weil ich voller Kaffeeenergie bin. Zögert nicht. Wir müssen den Eigentlich müsste ich den chinesischen Tee auspacken, den ich noch im Schrank habe. Ach, weil die Unterstützungstruppe von hinten kommt. Was ist das denn für ein Betrug? So, euch darf ich als Guerilla-Einheit weiter vorne aufstellen. Pass mal auf. Die spawnen gleich hier ganz rechts. Antreten, Schwertkämpfer! Achtung! Schwertkämpfer, bereit! Bereit machen! Aufpassen! Bereit! Pfeile eingespannt! Bogenschützen, haltet euch bereit! Berittene Soldaten! Achtung! Doch nicht. Feindliche Verstärkung ist hier! Bauen lieber ganz hinten am Arsch der Welt. Beeilung! Nimm
Habt ihr ein Schild? Haltet die Banner hoch! Nur mit einem hohen Banner können wir eine Schlacht gewinnen. Haltet euch bereit! Beeilt euch! Schneller! Bereit machen! Achtung! Bogenschützen! Haltet euch bereit! Los! Los! Wappnet euch! Bereit machen! Holt euch den Hügel! Schnell ausrücken! Den Laufschritt! Marschiert schnell! Ho! Ha! Waffen bereit! Ni hao! Bogen! Hola, ja, kolla, Igulas! Ich finde eigentlich, dass der Geschichtsmodus, also da, wo die Helden, sag ich mal, stärker sind, alleine rumrennen, ich glaube schon, dass das eigentlich der Modus ist, wie es gewollt ist, spielerisch. Da sind die Schlachten ein bisschen dynamischer als im klassischen Modus. Spart euch die Luft! Ihr werdet sie brauchen! Feindlichen Krieger rennen! Ah! Kavallerie, antreten! In den Kampf! Kämpft! Bereit! Bogen! So, Zeit, die Bogenschützen zu vereinen. Beschuss stoppen, geht auf den Hügel hoch. Weil irgendwo da kommen noch Unterstützungstruppen. Seht, wie sie rennen! Feige! Beeilt euch! Bewegung! Bogenschützen! Kavallerie, aufsteigen! Deshalb, ich glaube, ich werde den Aufzeichnungsmodus nicht mehr so schnell spielen. Ich denke mal, ich werde mich jetzt eher an den Geschichtsmodus halten. Nicht, dass es jetzt gerade eh besser läuft in dem. Als im Aufzeichnungsmodus, weil du hast einfach auch die Fähigkeiten der Generäle, die du einsetzen kannst. Was ich einfach nicht verstehe, warum die das nicht in diesen normalen Schlachtmodus mit übernommen haben. Also alte Total Wars in Rome 2 und so, da konnten da auch die Generäle Fähigkeiten einsetzen. Warum wird das dann in diesem total extrem klassischen Modus rausgenommen? Das macht doch gerade das aus. Also es ist doch ein taktisches Element. Es ist soweit. Feuer eingespannt. Antreten.
Oder zumindest optional abschaltbar machen, ja. Das wäre auch ganz gut. So, stell dich auf den Hügel. Hat es während der Schlacht angefangen zu regnen oder regnet schon die ganze Zeit? Schnell ausrücken! Bereit machen! Beeilt euch! Bewegung! Heute wieder bis um 1? Nein. Ich werde heute in etwa 7 bis 8 Stunden streamen. Ausgegangen von 1 Uhr, als wir angefangen haben. Und das war's dann für heute. Damit ich ein bisschen Ruhe habe, bevor morgen wir Anno 1800 im Multiplayer spielen werden. Wo wir um 18 Uhr dann anfangen und ja, zeitlich mal gucken, wie lange wir durchhalten. Irgendwann brennt ja die Pläte bei Anno 1800 Multiplayer oder generell bei Anno 1800. Was ich übrigens auch schön finde, vom Interface her, ist, dass sich jetzt Bogenschützen vereinen. Also diese Fernkampfreichweite. Wer sich noch so erinnert, bei Warhammer siehst du dann von jeder einzelnen Einheit auf Leertaste, bis wohin die schießen kann. Und jetzt hast du halt so einen großen Bereich und nur wenn du über die Einheit gehst, siehst du den eigenen Bereich von dieser Einheit. Dass das zusammengelegt wird. Dadurch wirkt das Interface auch schon entspannter. Scheiße, ich hab vergessen, die wieder anzuschalten. Komm, das könnte gewiss besser. Ist das alles? Komm, gebt euer Bestes. Schwertkämpfer! Lauft, lauft! Beständig wie die Erde! Unsere Männer fliehen! Kavallerie an den vorbei. Vernichtet sie! Schlag zu! Atmen! Speere bereit! In den Kampf! Befehle! Axtköpfer! Klingen! Schwertköpfer! Den Männern fehlt Munition! Zieht eure Waffen! Scheiße! Go, go, go! Bogenschützen im Laufschritt. Aufpassen. Tötet sie. Ich besiege euch. In den Kampf. Feindliche Generale fällt. Sehr schön. Wir sind als Sieger hervorgegangen. Im Duell. Bereit. Nicht nachlassen. Schlag zu. So, deren Fernkämpfer fliegen alle schon. Angriff! Bereit zum Aufbruch! Hebt die Speere! Bereit! Und wir besiegen auch die anderen beiden Generäle. Schützen bereit! Den Männern fehlt Munition! Sie können nicht feuern! Klingen! Bereit machen! Auf ihre Beine!
Lauft, lauft! Auf ihre Beine! Der feindliche General war uns nicht gewachsen. Duell schnell gewonnen, plus 100 Moral. Ey, du kannst. Die können aus Moralsicht gar nicht mehr aufgeben. Antreten! Los, los, los! Aufpassen! Bogenschützen antreten! Bereit! Kavallerie bereit machen! Schneller! Lasst euren Zorn aus! Angreifen! Kämpf! Kavallerie antreten! Schwerter bereit! Schnell ausrücken! Achtung, Krieger! Angreifen! Lauft! Bewegung! Die feindlichen Krieger! Wie läuft schon der Stream? Der läuft gut. Bogenschützen! Berittene Soldaten! Das war's. Ach, ein Traum. Und so viel übrigens auch zum GameStar-Test. Duelle sind total irrelevant. Es macht überhaupt keinen Unterschied, ob du ein Duell gewinnst oder nicht. Ist halt ein nettes Gimmick. Fuck you. Meine Strategie war unübertroffen. Ach, Wang Chi. Du wirst niemals für mich kämpfen, Hochadel. Chao Ren, Rivalen und von Xiao Hu Dun. Aber ich glaube, ich lasse ihn frei und exekutiere ihn nicht. Mögen Sie sich an meine Gnade erinnern. Gegner können ihre Moral wieder zurückgewinnen. Aber es passiert jetzt nicht so häufig. Also bei Warhammer ist es ja teilweise super extrem. Sind belanglos. Dass die Gegner plötzlich denken, beziehungsweise, oh, wir haben einen zweiten Frühling. So, Chao Ang, mein Sohn ist erwachsen. Deshalb kriegt ihr jetzt plötzlich ein Gehalt und deshalb kostet das Kohle. Vertraut eurem Instinkt. Die Truppen werden nicht aufgenommen, sondern du kriegst einen Rekrutierungsbonus. Von 4%. Also kein Rekrutierungsbonus, sondern sie füllen sich halt ein bisschen schneller auf. Jetzt müsste ich nächste Runde aber die beiden Handelsabkommen wieder nutzen können. Ich kehre zurück. Ruft meine Berater. Ah nee, er. Er blockiert das jetzt mit. Möge Gelächter in den Säle der Schale. Einer meiner Verwandten wurde im Kampf mit der Armee dieses Charakters getötet. Ich werde meine Rache bekommen. Rivalität ausgebrochen. Ich befreie China vom Krieg. Muss ich upgraden. So. Haben wir irgendwas, wodurch wir ein bisschen Geld bekommen? Ne, mit dir mache ich bestimmt keinen Frieden jetzt. Außer, komm an die Verhandlungen. Wozu müssen wir uns unterhalten? Hauptsache, wenn ich da rein verhandeln will, ist es minus 5,3.
Beste Freunde. Erfreuliche Nachrichten. Muss ein bisschen kompensieren. Übrigens total super, dass der es dann umwandelt in eine Normalzahlung. Ich mache ja nicht aus Spaß eine regelmäßige Zahlung. Ein solches Angebot zeugt von klarem Verstand. Hast du irgendwo auch schon einen Spion hingeschickt? Zu kostspielig, kann ich mir gerade nicht leisten. Ich muss erstmal meine Handelsabkommen wieder reparieren. Ausgezeichnet. Sprecht. Du hast einen Überschuss an Nahrung. Du auch. Du auch, weil ich mit dir schon Nahrung handel. Und du bist im Moment negativ bei Nahrung, Wanglang. Guck mal, dann ist doch total geil, wenn ich dir jetzt Nahrungsmittel anbiete und du bezahlst mir die teuer. Da habe ich nämlich dadurch meine Wirtschaft. Ah, du bist zu wirtschaftsschwach, um mir eine regelmäßige Zahlung zu geben, die vernünftig ist. Du armer Schlucker, du! Dann suche ich mir jemand anders. Wir hören zu. Ihr seid mir alle zu wenig zahlungswillig. Kommt, lasst uns reden. Ein entgegenkommendes und bedachtes Angebot. In welchen der vielen digitalen Kaufhäuser findet man das Spiel? Steam, ich glaube, bei Creative Assembly selbst kannst du über die Seite gehen von Total War, kannst das sehen, du kannst es bei Amazon kaufen, du kannst es normal im Handel kaufen ab dem 23. Also du kannst es auch, also überall eigentlich ab dem 23. normal kaufen. Ist eine unlöschbare Flamme. Hab's auch die Werkzeugmacher Werkstätte kostet 3.700. So, plus 15 Nahrungsmittelproduktion, plus 4 Nahrungsproduktion, Aufträge fraktionsweit. Vorsicht, hemmt das Verlangen des Herzens. So, ihr betreibt hier unten keine Landwirtschaft. Ich weiß nicht, ob der Nutztierhof für Landwirtschaft einfach gilt. Ja, doch, Einkommen, Landwirtschaft.
würde hier 150 machen ab nächster Runde. Überall breitet sich Ordnung aus. Der Eroberer kehrt zurück. Wieder einmal spüre ich die Wärme der Heimat. Also eine Runde müssen wir definitiv noch warten. Zeit über Geschehen. Haltet es kurz. Moment. Ne, wir manipulieren dich doch nochmal positiv. Es ist erfreulich, das zu hören. Ja. Sag ihm, wie es sind beide Beatle-Fans und gut ist. Das Problem ist, als was würdest du ein Casual-TV-Time-Teil bezeichnen? Huang Shao oder Huang Shu. Jetzt muss ich gleich mal gucken. Meine Kriegsfront müsste jetzt nämlich ein bisschen größer geworden sein. Zerong, der ist ja ganz hinten. Liu Hao. Mit dem bin ich jetzt komischerweise im Krieg. Ah ne, mit dem war wir vorhin auch schon im Krieg. Han Kaiserreich sind wir schon die ganze Zeit. Cai Mao haben wir noch gar nicht gesehen. Liu Bao ist ja auch schon die ganze Zeit. Und Dong Ming ist auch die ganze Zeit, aber das ist im Moment irrelevant, weil wir teilen uns nicht mal eine Grenze zurzeit mit dem. Das ist schon okay. Auszögern kann ich nicht machen. Wir müssen diese Schlacht schlagen. Vergeudet keine Zeit. Lasst uns kämpfen. Casual im Sinne von nicht so viele Möglichkeiten, alles sehr einfach und simpel gehalten und nicht herausfordernd in Mechaniken, wenn du verstehst, was ich meine. Dann hast du eigentlich jetzt ein auf Stärke, auf Diplomatie basiertes Total War mit ausbalancierten Armeen, weil es halt nur eine Fraktion gibt in dem Sinne. Und einige Spezialeinheiten, die aber schweineteuer sind. Für den Anspruch vollkommen in Ordnung auf legendär. So, es wird nichts kaputt sein. Sollen wir direkt von... Ne, von da kommen wir nicht frontal in den Hof. Da müssten wir von der Seite kommen.
aber es muss jeder, also es ist schwierig zu sagen, es ist nicht rein casual, sie haben ein paar weitere Sachen reingemacht, wie den Informations-Overlayer, der leider so gut wie gar nicht irgendwo erwähnt wird, in keinem einzigen Test, obwohl die Entwickler, ich weiß es genau, als ich in London war, haben sie das jedem gezeigt, diesen Informationslayer, weil es das erste Mal ist, dass, sag ich mal, die einen Overlayer machen als Tutorial-Grundlage und nicht nur den Berater zur Hilfe einem entgegenschleudern. Und da total stolz drauf sind und kein einziger Test redet darüber. Weil man merkt halt schon, sie wollen Total War vielen Spielern zugänglicher machen, haben das natürlich zuerst versucht, indem die das Spiel immer weiter vercasualt haben ein bisschen, ein paar Mechaniken vereinfacht haben, aber jetzt gehen sie wieder in die Richtung, sage ich, wo es ein bisschen umfangreicher und komplexer werden darf, auch durch die neue Diplomatie. Um, sag ich mal, alle abzuholen. Also wenn Total War Shogun 2 kein Fortschritt... Also seitdem soll es keinen Fortschritt mehr geben, das kann ich nicht unterschreiben, nein. Schnell ausrücken! Achtung, Kavallerie! Lauf! Pferde! Ich reiß euer Herz raus! Ihr seid so schwach wie eure Worte! Bereit machen! Achtung! Das Einzige, was man sagen könnte, sei Shogun, also in Shogun 2 hat die KI am besten funktioniert, das hat aber damit zu tun, dass es man halt damals geländetechnisch es so eingerichtet hat, dass die KI sehr gut funktionieren kann. Hast halt sehr viele offene Gelände bekommen in Shogun 2, wodurch da die KI eigentlich am besten funktionieren konnte. Und die Grafik ist auch bei Shogun 2 nicht stehen geblieben. Also die Polygonzahl ist auch bei den Volma-Titeln nochmal gestiegen. Das Problem ist auch, sag ich mal, du kannst die Einheiten immer detailreicher machen. Aber du siehst halt, dass die Entwicklung der CPUs und Engines das nicht ableisten kann. Also es bleibt leider dabei, dass es nicht viel besser wird. Upsala. Jetzt habe ich aus Versehen den Webbrowser gestartet. Die Kampagnenkarte ist sogar durch die neuen Filter. Sieht sie sogar ganz anders aus. Auch als Shogun 2. Und Kampagnenkarte, da trennen sich eh immer die Meinungen. Also sehr massiv. Tut euch schwer. Es ist halt eine Kampagnenkarte, die wird einen gewissen Detailgrad immer nur, also die wird immer beim Detailgrad eine gewisse Abstufung haben. Während du bei Paradox spielen dich mal freust, wenn ein Weltwunder auf der Kampagnenkarte mit angezeigt wird. Deshalb ist es unglaublich schwer, es muss ein Gesamtbild stimmig sein, es muss der aktuellen Technologie entsprechen und das tut's halt, auch bei der Größe von allem. Achtung, Kavallerie! Nicht nachlassen!
feige Hunde! Es ist soweit! Antreten! Ich finde auch, die Größe der Kampagnenkarte kann man immer kritisieren. Aber es muss halt passen. Was bringt dir die Kampagnenkarte, bis du in Endlichkeit aufzublähen? Für die, sag ich mal, 5 oder 10% der Spieler, die Kampagnenkarte halt zu 100% dann erobern wollen in irgendeiner 100-Stunden-Partie oder 200-Stunden-Partie, wo ich dann immer denke, also ich bin nicht der Spieler, der sagt, okay, ich grase gerne am Ende Provinz für Provinz ab. Ohne, dass es wirklich irgendeine Gefahr nochmal kommt, bis ich die Welteroberung habe. Weil darauf ist die Kampagnenkarte nicht ausgelegt. Da müsste man es so machen wie bei Imperator Rome zum Beispiel. Dass du recht große Feindfraktionen auf den Karten irgendwo schaffst, weiter weg. Und die, sag ich mal, so begünstigst, dass ab dem bestimmten Zeitpunkt des Spiels, wo du dann da vorbeikommst, die so stark ist, dass sie dir Paroli bieten kann. Sitzt er auf seinem Pferd? Ja. Oder? Ja. Meine Kameradin wird angegriffen. Bogenschützen, haltet euch bereit. Marschiert schnell. Beeilung. Achtung, Bogenschützen. Aufpassen. Pfeile. Bereit machen. So. Sehr schön. Ich auch. Da war also der Fraktionsanführer war. Deshalb finde ich diese Grafikdiskussion auch immer schwierig bei allen Titeln. Was ich auch sehr gern gespielt habe, war Ashen? Nein. Doch. Das, was so wie Dark Souls war, und das war ja ein minimalistischer Grafikstil. Man hätte auch sagen können, oh mein Gott, das sind Polygonzahlen wie vor 1000 Jahren. Was auch stimmt, aber es hat halt alles gepasst. Es war halt stimmig. Und deshalb siehst du darüber dann hinweg und sagst, ist ein cooles Spiel, weil das Gameplay auch überzeugt. Schnell ausrücken! Bewegung! Es ist soweit! Unsere Männer fliehen! Schwerter, bereit! Antreten! Los, los, los! Schnell ausrücken! Unser Kamerad fällt! Scheiße! Lasst euren Zorn aus! Vernichtet sie! Ich wollte ihn gerade da rausziehen. Tötet sie! Bereit! Bereit machen! Haltet euch bereit! Bereit! Gefallener Freund, merkt Nahkampfschaden, ausweichen im Nahkampf. Bogenschütze, nicht nachlassen! Schlag zu! Kämpft! Angriff! Angriff! Zeigt keine Gnade! Ein General ist richtig tot? Ich glaube ja. Falsch tot wird er nicht sein. Er ist auf jeden Fall gefallen. Wir werden nachher sehen, ob der eine Verwundung hat oder ob der wirklich jetzt richtig, richtig tot ist. Aber auf jeden Fall haben wir erstmal einen Buff dafür. Und du musst jetzt mal da raus. Es ist soweit. Lasst euren Zorn aus.
Und du zieh dich auch mal zurück. Von der anderen Seite kommen, ey. Musst du sandwichen. Selbst wenn es nur Bogenschützen sind. Bereit machen! Beeilt euch! Vor allem ist es ein Spiel, wo du normalerweise auf der Distanz spielst. Und nicht permanent so spielst. Ist zwar immer ganz nett anzuschauen und ganz schön. Also nochmal wegen dem Grafikthema. Schwerter zücken! Bereit machen! Im Laufschritt! Schnell ausrücken! Bogen! Achtung, Kavallerie! Aufstieg! Kavallerie, antreten! Angriff! Bogenschütze! Geil, die stehen da nur und haben schon Moraldefizit. Bogenschütze, nicht nachlassen. Kämpft. Bogen bereit machen. Beeilt euch. Ach so, weil die beschossen werden von dem Türm. Seht, wie sie rennen. Feige. Schaffen sie darum, nicht mehr das Ding einzunehmen. Pfeile eingespannt. Achtung, Krieger! Angreifen! Bereit machen! Wappnet euch! Stopp, du nicht! Schnell ausrücken! Du hast einfach zu wenig HP. Aber er darf gern von der Seite. Pfeile. Lauf. Und ich sehe, ihr werdet immer noch von den Türmen beschossen. Dann geht eben ein Bogenschützentrupp an der Seite hoch. Kavallerie. Wappnet euch. Ah, jetzt. Oh, Gott sei Dank. Bogenschützen, haltet euch bereit! Vom Stärkeverhältnis war der Pyrrhus-Sieg eigentlich zu erwarten. Aber ich habe schon gedacht, dass wir vielleicht ein bisschen mehr Power rausholen. Oh, guck mal, da bettet ja einer, um gebannt zu werden. Du versüßt mir meinen Tag. Die gehört nun uns.